Oh, neuer Tag, neuer Stream. Na gut, neuer Tag nicht. Wir haben jetzt gefühlt kurz vor vier. War das Wochenende hart, also wir haben heute Sonntag. Wir fahren nach Speyer. Ja, gestern nur 2 Stunden Schlaf gehabt. Also Freitag auf Samstag 2 Stunden Schlaf. Dann war ich in Mannheimer Stadt gewesen, war zu Eröffnung von Manga Mafia, hab mir das gegönnt. Dann war ich abends mit Simon in Scharfheim bei Aschaffenburg auf eine Tropical Revival Party, hab dort Lasershow gemacht und bin um 5:30 daheim angekommen. Ja, 5:30, 5:30, ja. Zu Hause wieder angekommen in Mannheim und bin seit 13 Uhr wieder wach und fühle mich total durchgenudelt. Kennst ja, ne? Voll durchgemacht wie ohne Ende, wie Lumpi oder ja. Fühl mich einfach fertig mit der Welt. Jo, jetzt geht's nach Speyer. Hab gehört, es ist Stau. Parkplatzsuche ohne Ende. Ich freue mich übelst. Ihr bei euch bestimmt auch. Oder die auch schon dort sind und jo. Bin mal gespannt, wie viel die Parkplatzgebühren kosten. Und jo, dann fahren wir mal hin. So, wir sind in Speyer. Endlich ist die fucking Brücke mal wieder offen. Nach sehr vielen Jahren. Und ja, man sieht schon den Dom und den Messplatz. Aber jetzt bin ich mal gespannt oder stolz. Bis jetzt ist hier oben frei. Aber du, wir kommen. Ah, Feuer! Und, da sieht man einen leichten Dom an den Bäumen. Da ist ein Rad! Riesenrad! Oh, Scheiße, alles zugepackt. Riesenrad! Oh, Speyer-Tech-Museum. Muss aber wieder hin, weil es seit Jahren lang nicht mehr drin. Ah, Riesenrad! Ah! Riesenrad! Gemäß! Also, ich melde mich, wenn ich den Parkplatz gefunden habe. Also, bis gleich. Scheißegal, ich bin auf dem Parkplatz. Wir sind ja gleich da. Jimmes! Parkplatz. Jimmes! Parkplatz. Oh, das ist mein Stau. Stau. Oh, diesmal gibt es keine, die wo Parkplatz einweisen oder sonst so weiter. Stehe ich gerade fest. Ansonsten wollen sie mal Parkplatz, aber dafür scheiß Parktickets. Tickets. Naja, muss ich auch von Steuer absetzen. Hier wird es mir kaum glauben, ich hab Parkplatz gefunden! Und in 2 hab ich auch wieder gefunden. Wir sind wieder da, es ist komplett voll. Ja, komplett, genau. Marcel fehlt. Hallo! Riesenbaby! Ja, mein, nee, ich mein komplett voll der Platz. Na so, ist doch geil. Riesenbaby. Hallo! Riesenbaby! Alter, ich hab mich fast drum geprügelt. Ja, ja, Parkplatz, guck ich Blut schon. Ja, es geht ab. Parkplatz direkt in vorne gefunden, gleich zack. Also ein paar Runden gefahren und dann geparkt. Richtig ab, da, Alter. Ja, ja, ich war endlich mal hier was. Alter. Hast du Pascal gleich gefunden oder wie, ja, oder was? Der stand da die ganze Zeit beim Poly. Wo? Beim Poly. Von Master Security. So, dann gucken wir mal. Ich nehme mal die Kamera. Nickel Caribbean. Es geht los. Nach Corona. Der Kirmes. Wo lang? Flüchtiger Rundgang? Ja, rechts, oder? Ja, mal Rundgang. Eieiei.
geregnet. Hat geregnet und wenn man Geld auf die Regnet, hat es So, wir haben hier einen Babyflug. Dann haben wir Autoscooter von Großkopf. Ah, na, mal. Das war ungewohnter Platz, oder? Ja. Von Autoscooter, der Autoscooter war ich immer hinten. Das sieht schon anders aus. Oh, nee, dann haben wir Polyt XXL. Matte. Ist ja der Handkraft hier. Oh. Guck mal, da wird geblockt. Hier bin ich auf Video, da gibt's Schläge. Ja. Ah, töten! Warte, da ist das. Also, da haben wir eine Polyt. Ja, von weiter. Ja, aber die Musik ist so leise im Vergleich zu gestern. Schon die Erzbeschwerde. Alter, ich will nicht gefilmt werden. Ja, ja, da hau ab von dem Platz. Raffen die meisten Leute nicht. Jetzt raffen die nicht, die ganzen Leute. Da vorne, der Stand von Mannheim kommt. Ja? Ja, Gold, Waffen, Maschinenwerfer. Das ist ein flüchtiger Rundgang. Darf man ja hier die Deutschen. Voll pinkelig. Gehen wir dann hin an eins nach dem anderen. Aber das ist cool da. Schramm. Schramm. Dann haben wir vorne bei den Zirkus Zinnecker. Dann haben wir, ja, voll ungewohnt. Nach 2 Jahren wieder Speyer. Ja, Speyer hat die letzten Jahren ausgefallen lassen. Weil der Festplatz heilig ist. Ja, Parkplatzgebühren. Also, ja. Okay. So, was haben wir denn noch hier? Ich bin echt zu Tode. Ja, ein bisschen Brustmark-Feeling, würde ich sagen. Naja. Brustmarkt, Rätselfest. Aber nicht mal annähernd. Aber was geil, der Hinaus, der war gestern auf Frankfurt gemeint, in Frankfurt wäre es leerer gewesen. Ah ja. Wechselhaftes Wetter halt. Ja, jetzt, gestern ist mir dabei ja alles geboten: von Regen, Schnee, Wind, Sonne, Wölk, alles. Oh, Mund- und Nasenschutz tragen. Scheiß hab ich schon dabei. Immer noch nicht, ne? Siehst du doch, was die Leute machen? Ja. Stimmt. Wird darauf hingewiesen, aber keiner rennt. Ja, aber warum die können Fehler immer sagen, was wollen die? Ja, gut, sind ja die Maßnahmen mal aufgehoben. Naja. Alter, das ist ungewohnt. Das ist ungewohnt. Der leere Platz heißt. Da war halt jemand Autoscooter schon da. Ja, das ist ungewohnt. Ja, gleich auch, weil viele Leute, viele Schausteller keine Mitarbeiter gefunden haben oder so. Ah ja, deswegen ist die Ecke ausgefallen. Ja, ja. Aber das hätten sie ruhig ausbauen können. So größer, nicht so eckig. Ja, ja. Wir werden sehen, was man hat. Ich habe mal in der Leistung. Das ist ja echt ein toter Winkel. Toter Winkel, ja. Ein toter Platz, naja. Jetzt kommt mir vor wie in Frankfurt ein bisschen. Wenn man Frankfurt wieder zurückgelaufen ist, in diese Oval, so kommt mir das vor. Die Ecke, die fällt aus. Das ist leer. Ja. So, da geht's ja geradeaus wieder. Juhu. Ja, ja, uns filmen als die anderen, weil die fühlen sich halt irgendwie belästigt. Guckt halt schon. Oh, Kamera. Kamera. Das Problem. Kamera. Ja. Guckst du ja bestimmt dem Monteur beim Arbeiten zu, oder? Ja, wenn ich auch Schauspieler werden können. Das ist ja heute normal mit dem Film. Also, wenn Bilder gemacht wird, der weiß man nicht mal, auf wie viele Bilder man drauf ist. Ja. So, keine Ahnung. DSGVO, Datenschutz, nicht tot.
wissen wollt, warum er filmen darf, lest die Videobeschreibung. Ja. Kunst- und Urheberschutzgesetz. Ja, wieso hat sie auch fast voll? So, da ist Juwelgöbel. Auch fast voll, glaube ich. Die Schießbude ist. Der mit dem Wolf tanzt, der ist sehr oft in Mildenberg eigentlich, immer unter der Brücke. Das war eine Heimatstadt. Eigentlich treffe ich mit dem anderen auch sehr. So, Schießbude. Ich sage, voll ab Speyer auch nicht sehr. Nee. Naja, die Einheimischen. Endlich mal Kirmes! Ach, wir haben eine Kirmes? Wir haben ein Frühlingsfest. Wow. Und wieder doof angeguckt. Also, ist man da lang laufen? Ja, ja, ja. Fremdwort. Klar. Nee, so. Eine Kamera, was ist das? Ich bin gerade komplett verrannt. Ich kann nochmal. Komm, ich jetzt ins Fernseher. Nee, du kommst auf YouTube. YouTube. Nee, danke. Na gut, ich sag mal so: YouTube könnte ich mehr Leute sehen als im Fernsehen. Ja. Du kannst eh mal gucken. Ich auf Ding, Fernseh. Ich habe eh nur ein Drehbuch vorgelegt und du Riesenrad Göbel, 6 Euro. Wenn man bedenkt, 6 Euro kostet Riesenrad, wenn man bedenkt, Alpina Bahn hat viel mehr zu bieten, kostet auch 6 Euro. Kannst du aber dann Alpina Bahn, gerade eine Fahrzeit von knapp eine Minute. Riesenrad, fährst du gerade mal, was weiß ich, wie lange, also ist wieder was anderes, ne? Ja, aber kannst ich weiß, Achterbahn ist eine Achterbahn viel mehr. Kannst du Achterbahn mit dem Riesenrad vielleicht, ist mal ganz schlecht. Ja, aber ich meine, können halt schon, der Aufbau und so ist schon viel mehr eigentlich. Nach Sporten kostet es auch mehr. Ja, jeder soll fahren, was er will. Ich vergleiche keine Fahrgeschäfte mit anderen Geschäften. Also kannst du halt schlecht vergleichen mit Kim. Freizeitpark mit dem Kirmesplatz. Du bist ja total los. Das ist jetzt der Twister. So, Twister. Halt. Ja, Twister. Super All Around. Ja. Auch mal so ein alter. Also ohne Gondeldrehung. Also fixe Gondel. Obwohl er die Funktion hätte. Ja, aber die Motoren fehlen halt. Ja. Schade. Ja. Aber besser als gar nichts als so. Aber ganz ehrlich, ab und zu mal finde ich so die Mitte so hässlich. Da könnte eigentlich so. Wie so ein Hufsteiger ist es. Nein. Ja, aber nee, so außenrum noch so Verkleidung. Ja. So wie beim Polyp, die Mitte so außenrum verkleidet, dass man das jetzt sieht. Oder wie beim Magic. Also, aber das finde ich immer so traurig. Hoppla. Ich finde das immer so traurig. So, noch ein alter Schinken hier. Ja. Klassiker. Himmel, ja. Ja. Ehemaliger Spannberger, jetzt Husan. Ross. Hä? Husa Ross. Ja, Husa Ross. Husa Ross, keine Ahnung. Also. Ja, ich glaube, weißt du, aber immer noch Salzwasseranlasser hat, aber der hat es mal gehabt. Hä? Ja, der hat Salzwasser. Warte, der Tee ist noch. Der einzige, wo noch ist, ist Salzwasser. Das ist noch raus. Na dann. Grüße mal abchecke. So, jetzt sind wir wieder. Jetzt beim Ice Road Kart bei Spannenberger. Ja. Und jetzt sind wir wieder am Anfang. Pirates Caribbean. Jo. 10 Minuten Rundlauf. Hätten wir, oder? Was stimmt? Noch 10 Minuten Rundlauf. Ja. Ist echt gut. Gut, dann gucken wir mal, was wir jetzt machen. Na jo. Und vielleicht gehen wir jetzt nach Hause. Ja, war schön, wir gehen wieder. Ja. Nee, Quatsch. Wir wollen schon noch was. Das Ding fehlt dann schon noch für die Jugendlichen. Action-Fahrgeschäft fehlt auf jeden Fall. Ja. Na gut, es reicht. Polyp. Ja, klar. Haut alles mal erst raus. Nein, ist halt so, jetzt nach langer Zeit wieder hier müssen, jetzt alles wieder rein. Und die, wo gerne Fliegenkräfte haben möchten, fahren halt Pirates of Caribbean. Ja. Ja, die, wo halt. Ist schon abgedeckt. Du bist halt kein Kettenflieger. Ja, wohl, Super Around kann man als Kettenflieger bezeichnen, geht ja hoch. Also schon teilweise ausgeglichen. Das war nicht der Hammer, aber besser als gar nichts. Vor allem jetzt, wo jetzt alles wieder beginnt.
2022, Abend. Ja. Ist der Tag am heute? Heute ist der Sonntag. 10. glaube ich, oder? Einmal. Was haben wir denn heute? Ja, 10.4. oder? 10.4. Genau. Ja, war ein schön entspannter Abend. Schön gediesche. Von 16 Uhr bis jetzt, ja, wir haben schon 21 Uhr. 30. Ja, irgendwie so um den Dreh. Mussten Simon nach Hasloch bringen. Nach Mutterstadt, dann ich nach Hause und noch ein paar Videos schneide, schon mal die ersten On-Ride, Off-Rides. So, wir sind heute Polyp gefahren, also Polyp XXL für Muscle. Ja, also Drake. Ja, 4 Euro. Ja. Dann steht ja Göbel, Riesenrad, die Bilder für 6. Für Kinder, nicht für Kinder, dafür Erwachsene. Ja. Für Kinder, keine Ahnung. Kinder, ich glaube 5 war es. Ja. Dann steht ja hier noch Pirates Caribbean. Pirates Caribbean, ja, 4 Euro. Nickel. 4 Euro kostet der Spaß. Ja. Himalaya. Ja, 4 Euro. Ja. Und Super-Räuber. Hä? Super-Räuber. Super-Around, genau. Wer ist der Name? Der kann mir jetzt so World Around the World eingefallen. Bisschen falsch. 3,50. Jo. Und auch Dinger, Laufgeschäft. Ah, Freddy Zirkus steht ja noch. So, auch 4. Jo, also. Ja, war ganz schnuckelig. Viel hat sich an den Preisen nicht geändert. Ja, der erste Weißstadt. Himalaya fährt immer noch mit Salzbecken. Also Salzgetriebe hat es immer noch. Wir laufen noch unsere kleine Ründchen. Und dann laufen wir Richtung Auto und machen Schicht im Schacht. Wird ja schon ruhiger hier. Ist ja Sonntag, ist ja klar. Ja, Sonntagmorgen müssen die meisten Leute schaffen. Wir haben diese Woche eine kurze Woche. Bei Freitag ist kein Freitag. So, ja. Vier Tage der Arbeit. Yeah. Na gut. Gut. Dann wünschen wir euch mal einen schönen Tag oder schönen Abend oder guten Morgen. Und wir verabscheuen uns. Also, verabschieden uns. Ja, verabscheuen uns. Also verabschieden. Ah ja, verabscheuen. Ja, keine Ahnung. Ist ein selbe. Deutsch, Spanisch, Sprache. Nee. Ich sag, du halt verabscheuen. Ja, ja. Immer dasselbe. Ja, passt schon, ist schon, passt schon. Man muss einfach ein bisschen so anders herüber wirken. Ja, ja. Also, dann mal ciao, ciao. Dann und nächster Platz, wir wählen uns wieder von, keine Ahnung. Ja, nächster Platz seht ihr schon. Aber ich denke mal, der nächste wäre Polar Zeitmesse. Ja,
Wir wissen noch nicht, wir werden sehen, bleibt dran. Abonniert den Kanal. Daumen, keine Ahnung, ob wir uns interessieren. Egal. Schreibt schöne Kommentare, seid lieb. Ja, seid brav zu uns. Also, dann war noch einen schönen Abend. Ja, schönen Abend. Wir haben jetzt Abend. Aber ihr halt wahrscheinlich nicht. Also, dann bis demnächst. Ciao, ciao. Ja. Bis bald.